Hallo und herzlich willkommen, wir machen Folge hier zum Arsch. Ja, ich fahre jetzt Butter verkaufen und ein bisschen Quark und ein bisschen anderes Zeug, ne? Milch noch ein bisschen, aber überwiegend Butter. Und Edeka zahlt einen guten Preis von 2000. Das ist hier bestimmt die gute Butter. Mal gucken. Da ist Sackgasse. Da ist der Abfahrer, der unterwegs war. Tja, Volksbank, ne? Ja, mal gucken, was der andere macht, ne? Mal schauen. Sobald wir was verkauft haben, also beim Verkauf läuft, werden wir hier mal ganz kurz den anderen kontrollieren, ne? Kleine Felder machen doch ein bisschen mehr Arbeit als größere, weil die sind nicht so. Wenn ich heute nicht markiert oder. Mal gucken. Da vorne war Lidl gewesen, das war nicht mein Ziel. So, da ist die Feuerwehr, ne, oder? Ja. Würde ich mal so meinen. Eine Halle. Edeka, ich komme. Bevor der Preis fällt. Ja, am anderen Ende will ich fahren, ne? Wollt die Butter zu kaufen. Frisch von der Molkerei. Da muss ich nochmal sehen, dass ich da die Milch hinbekomme. So glatt werde ich die Milch wieder alle. Mal so viel Milch gehabt. So, dich dran. Rückwärts stoßen. So. Hey, ein bisschen mehr zurück. Dass wir in dem Bereich drin sind. Z. So, klingelt die Kasse. So, mal gucken, was der andere macht. Das dauert ein bisschen, falls das nicht klappt mit dem Verkauf. Ah ja, hier. Ja. Wer hat nur die Creme erfunden? Gut. Das soll jetzt auch klappen. Muss nachdenken. Die beiden arbeiten. Da läuft halt auch. Da läuft halt auch. So. Ja, das läuft. Wo ist hier Edeka? Oh. Das wird nicht verkauft. Nicht drin am Trigger, ne? Ja. Ist nicht drin, ne? War nicht drin, ist nicht drin. Aber machen wir gleich. Erstmal den Rest. Den Rest verkaufen und dann gleich. Können sie eigentlich stehen bleiben normalerweise. Normalerweise Kühllaster transportiert werden. Ja, wenn alles verkauft geworden, ne, dann wäre das vielleicht schon. Das dürfte klappen jetzt. So. Gut, die Butter. Auf zur Brauerei. Ja, Brauerei, Bier holen, ne? Wenn Zeit ist, okay. Ist immer schwierig. Früher hatte ich meinen Countdown-Zähler gehabt. Naja,
Das war das, das Ergebnis. Counter und Zähler nicht gedrückt. Ja. Seitdem verlasse ich mich auf die Uhr beim Aufnahmeprogramm. Dazu sagen, anfangs hatten wir da keins. Fleisch, Bier muss ich verkauft werden. Wüste hat über 200.000 eingebracht, die Molkereiprodukte. Ne? Ich muss nur mal sehen, dass ich nächste Woche die Milch hinfahren werde zur Molkerei. Durchdrehende Reifen. Das ist was nicht gut ist. Warum tust du mir das an? Muss das sein? Das muss ich nicht verstehen, ne? Hundertprozentig habe ich was stehen hier. Ja, was soll's machen, ne? 49, der holt Nachschub. Da fährt er. Gut. Wo war der LKW? Das ist eine gute Frage. Ja, das geht gut voran hier. Er traf von grün bis gelb. Kann man nicht verstehen, ne? Ist aber auch sehr trocken, muss man dazu sagen. Apropos Tiere. Schweinestall. Ja, im gelben Bereich. Roten Bereich. Müssten wir eigentlich, bevor der Tag zu Ende ist, reagieren. So, der hat wieder erledigt. Voll. Das sieht gut aus. Ob meine Bäume was werden, weiß ich, glaube nicht. Erste. Wo ist der LKW, Junge? Das kann doch nicht sein. Autoreif. Ich war doch nicht so weit. Weggefahren bin ich schon. Achso, ich war auf der Straße. Ah, jetzt weiß ich. Ich war ja hier. Beim Schlachthof. Ja, oder so ist das, ne? Reif im Urlaub. Schon wieder entladen werden. Im Grunde ist das ungünstig, ne? Man wird ja überhaupt nicht fertig. Ein Ende will ich Geld verdienen, am anderen Ende, der muss. Am anderen Ende muss die Ernte laufen, ne? Ja. Ich fahre mal zur Brauerei und wenn noch bis da nichts passiert ist, mal direkt drum kümmern, ne? Naja, wie gesagt, die Felder sind so klein, da sind die Gräben, die Fahrer, die fahren aber nicht so, wie sie sollen eigentlich. Und da gibt es Probleme. Kleine Probleme. Ja, die Malz liegt auch draußen rum. Die fahren wir hierher, wo wir nicht im Weg stehen. Dann müssen wir garantiert irgendwann Wasser fahren hier. Ach so, hier, das ist ja auch der andere Fahrer. Kalken ist fertig, wie es aussieht, das passt. Wasser.
gut läuft. Und der. Gucken wir mal ganz kurz. Der steht da rum. Ja, da muss geflügt werden, das ist mir schon klar. Das ist das einzigste Problem bei sowas wir haben, ne? Nein. Ich möchte auch die Gräben nicht zumachen, das ist auch ungünstig, ne? Ich muss die größeren Felder haben, das nützt ja all nichts. Gut, das läuft. Dann schauen wir zum Hof wegen Milchfahren für die Brauerei, für die Molkerei. Ob wir da was haben. Einen freien Traktor haben wir garantiert. Anhänger auch. Ja, nehmen wir den weißen hier. Ja. Den Flitzer hier, das reicht aus. Lassen wir den Milch fahren. Wenn nicht alles täuscht, haben wir noch Milch drin in der globalen Markt. Müssen aber kaufen, ne? Und dann haben wir noch Milch in der Kuhstall. Gewicht, Traktor, ja, gut, das reicht. Die Milch gibt hier vorne. Muss ich mal schauen. Muss immer kaufen. So. Stroh, Weizen, Milch. Brauche nicht kaufen, habe ich da. Hafer, Gerste. Wahnsinn. Aber ich wollte ja ne? Verwerten. So, hier ist die Milch. Milch. So, dann mal ganz kurz aktivieren. Plan, globaler Markt Getreide. Standard. Wenn es mir mal gelingt, das zu sortieren, dann bin ich froh. Irreführend, weil auch die Milch da ist, ne? Und abladen. Oh, wie hieß er nochmal? Brauerei, Papier, Cement, Kies, Pompos. Brauerei, Getreide, Kies, Sand, Malzfabrik, Getreide, Milch. Das sind um die 80.000 Liter. Und dann nachher die Milch von Kühen. Einer wird da. Und der andere muss man auch schon fahren. Da ist der nächste. Okay, dann ist der mit dem Warten. Hat seinen Grund. Dann können wir uns um den Bierkauf verkaufen kümmern. Weil wenn die fahren, dann ist normal, dass sie warten. Mit Absicht habe ich nur ein Fahrzeug genommen, weil so viele hast bei den kleinen Feldern, das ist auch nicht gut. Die kommen nicht durcheinander. So, mal schauen wir hier. Gerste haben wir reingefahren. Nächstes Mal fahren wir Weizen her.
So, dann die ersten 20 Bierfässer. Auflademodus. Den nächsten Schwung, ne? Ja, die Anrichtung. Oh, jo, jo. Da wird schon mal Milch hingefahren zur Molkerei. Man kann die auch wieder arbeiten, ne? Das nächste Mal werden wir da die Milch nehmen von Kuhstall. Da ist auch schon einiges angekommen. Und dann kann ich auch die Milch hier von Thüringen wieder zum globalen Markt fahren lassen. Wenn das klappt, wenn man irgendwo anhält, wo nicht soll. So, jetzt fahren wir erstmal gucken, was das kostet. Ne? Also letztes Mal waren die Preise hier im Keller. Aber gut, da kann man nichts machen. Lager voll sind voll, ne? Hier fast. Oh. Naja, es gab schon mal bessere Zeiten für Bierpreise, ne? So, zack. Tja, da muss alles gedüngt werden mit Gärreste und dann, ach, wir haben ja noch Zeit. Ist ja nicht so, dass wir jetzt bis sofort die Aussaat machen wollen. Bei Hopfen soll ja im Grunde Sonnenbrauch, da kommt im Frühling sowieso erst. Da können wir in aller Ruhe pflügen, solange wie das Wetter offen ist, kein Frost da ist. Und da haben wir keinen Stress. Da können wir die Ernte mal in aller Ruhe fertig machen nachher. Ne? Ein Gärfass kann in aller Ruhe schon mal überall durchfahren. Und vordüngen. Ne? Und dann schauen wir nächste Mal, ob wir da alles fertig kriegen, ne? Blocking, das ist der Deutz. An enger Kreuzung. Nö, der arbeitet. Ist ja auch nicht der Deutz, ne? Der Deutz war woanders. Er lädt auch nur ab. Hopfen ist klar. Wasser ist auch klar, das ist ja voll. Naja, gut. Heute Bier. Ich habe Gerste gekauft. Ne? Das Geld wieder weg. Naja. Aber ich muss ja vom globalen Markt aufnehmen, sonst ist ja blöd, ne? Ist ja halt da. Ich habe halt viele Waren da, also von Zucker, Zement, Bier, ja, Vollmilch, Joghurt, also zum Beispiel, das ist extrem viel. Muss gemacht werden. Mal die Ernte einfahren, ne? Klar wäre es einfach, wenn wir jetzt den Hopfen direkt verkaufen würden, irgendwo, dann wäre das outreif erledigt, ne? Aber das verdienen wir nichts dran, ne? Ist ja leider so. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage einen schönen Dank fürs Reinschauen. Aber tschüss, ciao, ciao. Und morgen wird das Bier verkauft. Tschüss. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.